2 vorgetragen von Markus Frosch. Ein Applaus, bitte. Ich hoffe, es hören mich alle. Ja, schön anzusehen. Ich möchte heute ein bisschen was über das Singer-Projekt erzählen, was wir tun, was es Neues gibt und so weiter. Markus Frosch, der Name, hat der Kollege schon gesagt. Vorab, um das Publikum ein bisschen auszufragen, wer hat denn schon mal von Isinga gehört? Okay, wer hat Isinga schon mal ausprobiert oder im Einsatz? Okay, wunderbar. Worüber ich heute reden will, ist so ein bisschen allgemein, wie unsere Isinga-Plattform momentan ausschaut. Neuigkeiten aus dem Isinga-Projekt von diesem Jahr. Isinga 2 ist jetzt ganz neu bei uns dabei. Die Entwicklung von Isinga Web 2 und wie so die nächste Zeit ausschaut, was es Neues geben wird. Kurz zu mir. 84er Jahrgang, arbeite für die Firma NetWays als Open Source Consultant. Bin so in einem Bereich tätig, der eben sich komplett um Isinga dreht, Monitoring-Lösungen, mache aber genauso gut Puppet Config Management im Linux bis zu Solaris-Umfeld. Bei Isinga bin ich hauptsächlich im Webbereich tätig, helfe dem Webteam ein bisschen beim Testen, Entwickeln von den Geschichten, liefere viel Feedback zu Problemen und mache nebenbei Debian-Paketierung für Isinga zum Teil. Deswegen auch aktiv im Debian-Projekt und man wird mich an einer oder anderen Stelle meinen Namen finden. Was ist Isinga ganz kurz, nachdem es viele hier schon kennen oder einsetzen, muss ich nicht viel dazu sagen. Isinga 1 als Fork aus Nagios entstanden im Jahr 2009, sind jetzt also schon einige Jahre im Geschäft dabei. Isinga 2, die Neuentwicklung, ist komplett neu gestarteter Code, dazu später mehr. Und die Prämisse unseres Projekts ist 100% Open Source zu machen. Ich habe schon gesagt, ich arbeite für NetWays. NetWays ist federführend hinter Isinga an der Entwicklung beteiligt und wir setzen das bei vielen, vielen unserer Kunden ein, aber möchten eben keinen Open Core fahren oder irgendwelche anderen Paid-Lösungen, weswegen wir eigentlich nur alles in Open Source entwickeln. Das Isinga-Team setzt sich also zu einem Teil aus NetWays-Mitarbeitern zusammen, zum Teil aus Freiwilligen, die von der Außenwelt mitarbeiten. Und wir haben momentan um die 26 Teammitglieder, wo ich jetzt sagen würde, die sind mehr oder weniger aktiv. Also wer schon mal in einem Open-Source-Projekt aktiv war, weiß, wie viel Aktivität teilweise heißen kann. Aber man hört doch immer mal wieder von den Leuten. So einen kurzen Überblick über die Gesichter, die bei uns im Team sind. Bunt gemischt. Wir haben jetzt auch aus der Red Hat-Ecke von der Paketierung einige nette Kontakte gekriegt. Gerade Fedora vom Projekt her, das ist schön, dass man da auch was hört. Die Isinga-Plattform hat also momentan so ein bisschen zweigeteiltes Prinzip, weswegen ich heute drüber rede. Also wir haben auf der einen Seite die Isinga 1-Welt und die Tools und so weiter, die es da schon seit einiger Zeit gibt und entwickeln jetzt dieses Isinga 2 als Spur daneben. Spur daneben heißt deswegen, weil wir viele, viele Dinge neu angefangen haben und versuchen auf dem Sinne zum einen, Designfehler, die so ein Nagios oder ein Isinga 1 hat, besser zu machen als heute. Und haben das jetzt eben auch für unsere Web-Tools vor, also für die Frontends, die die Admins und die User dann benutzen, um was zu sehen. Nicht zu verachtender Teil ist Isinga Reporting. Wer sich schon mal mit SLA-Monitoring auseinandergesetzt hat, also gucken, welcher Service zu wie viel Prozent in einer gewissen Zeit verfügbar ist, da haben wir einige Beispiele gesammelt, was ein nettes Startkit ist, wenn man sich mal damit auseinandersetzen möchte. Die Architektur bei uns dreht sich sehr viel um eine Datenbank. Man muss sie nicht benutzen, man kann sie benutzen. Diese Datenbank bietet viele Vorteile, gerade was den schnellen Zugriff auf Informationen angeht, sowohl auf Status als auch auf History. Und deswegen bauen wir sehr viel darum. Zum Beispiel das Reporting, was ich gerade gesagt habe, dreht sich komplett um diese Datenbank. Und unsere Webtools können Informationen aus dieser Datenbank lesen, aber genauso aus, sag ich mal, den herkömmlichen Statusinformationen.
Was gibt es Neues bei Isinger? Wir sind dieses Jahr 5 Jahre im Geschäft, 5 Jahre in aktiver Nagios Fork. Sind immer noch relativ happy mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Es ist zwar nicht ohne, so ein Projekt zu betreiben. Wir spüren immer noch leider, dass Isinger in den USA relativ wenig Leute kennen. Aber sind eigentlich mittlerweile in Europa relativ gut verbreitet. Was ist so in Isinger passiert, was Releases angeht? Wir haben Isinger 1 Bereich einige Releases veröffentlicht. Das ist jetzt hauptsächlich Bugfix Releases in dem Fall. Isinger 2 ist jetzt die stabile Version seit dem 16. Juni draußen. Das heißt, eine Version, die wir selber sagen, die ist so stabil, dass man sie eigentlich einsetzen kann. Haben seitdem viele Feedbacks bekommen. Es gibt mittlerweile 2 Minor Releases, die sich hauptsächlich um Bugfixes drehen. Ein bisschen kleine Features sind auch dabei, die sich dann Richtung Packaging drehen. Und da ist das letzte Release jetzt eben vom 7. August. Was auch ich jetzt nicht unerwähnt lassen wollte, ist Monitoring Plugins. Wer hat von Monitoring Plugins gehört? Und was der Unterschied zu Nagios Plugins ist? Okay, nicht alles, dachte ich mir. Nagios Plugins ist dieses ewige Projekt, das mit Nagios nebenbei lief. Diese ganzen Plugins, die es gibt, CheckPing, CheckHTTP und so weiter, ist also ein Projekt, das nicht in Nagios selber mit hundertprozentig drin war, sondern ein Seitenprojekt von Nagios damals war. Und viele dieser Maintainer haben das freiwillig gemacht auf Basis. Da gibt es einige Leute, die dann bei OpsView arbeiten. Es gibt ein paar Leute, die von Red Hat, die an diesen Plugins mitgeschraubt haben. Und da gab es dieses Jahr so ein paar wieder mal Trademark-Diskussionen leider um den Namen Nagios, weswegen die Leute des Teams mehr oder weniger gezwungen waren, das Plugin umzubenennen. Also wer vielleicht die Geschichte vom Monitoring-Portal oder von der Monitoring-Exchange mitgekriegt hat, im Endeffekt leider wieder das Gleiche passiert. Es gibt Nagios-Plugins weiterhin, sage ich ganz offen, wird jetzt maintained von der Nagios Enterprises als Firma. Einziger Unterschied ist halt, dass das Team und die Leute, die bisher diese Plugins gemacht haben, eben nicht mehr in diesem Nagios-Plugins-Team drin sind. Also ihr könnt euch das gerne angucken, beides online, es gibt monitoringplugins.org, es gibt nagiosplugins.org. Es gibt nicht viele Unterschiede davon, aber man kann sich halt selber entscheiden, was man benutzen möchte. Und wer dem Team von Monitoring Plugins mehr vertraut als jetzt der Firma, die Nagios entwickelt, dann soll der das Erstere nehmen. Ist eine lange, lange Geschichte. Aber ich wollte es eben sagen, weil es nicht alle kennen. Isinger 2. Isinger 2, ich habe es kurz vorhin gesagt, ist eine Neuentwicklung. Heißt, wir waren mit der Architektur, die aus Nagios kommt, nie glücklich. Sei es Performance, sei es Codequalität, sei es auch dann ja Skalierung schlicht und einfach. Da stößt man irgendwo an seine Grenzen. Und wenn man sich dann auch mit Erweiterungen beschäftigt an andere Plugins, ist es alles oft sehr, sehr kompliziert. Und wir haben also vor fast 2 Jahren entschieden, dass wir uns überlegen, was Neues zu machen, neue Codebasis anzufangen. Und diese neue Codebasis ist auch komplett neue Programmiersprache, ist jetzt C++ statt C. Der Ansatz des ganzen Cores ist komplett Threading-Architektur zu bauen. Wer den alten Code oder das alte Ding sich mal auseinandergesetzt hat, das ist sehr, sehr monolithisch gebaut, dadurch nicht erweiterbar. Und wir haben also jetzt eine sehr modulare Architektur darunter, die jetzt übrigens auch auf Windows läuft. Wird wahrscheinlich hier keiner betreiben wollen, aber man kann es mit Visual Studio bauen. Ich frage jetzt nur, wer es will. Bitte? Ja. Wir haben also tatsächlich so Windows-VMs, die das dann bauen. Ja. Ich habe sie nicht eingerichtet, bin froh, dass ich sie nicht anfassen muss, aber da läuft irgendwas, ja. einen großen Bruch, der für User spürbar ist, den mussten wir leider tun, das ist Config-Format. Die Ideen sind die gleichen, also ich habe Host-Objekte, ich habe Service-Objekte, ich definiere mir irgendwie, wie ich benachrichtigt werden muss, wie ich eskaliert werden muss, wie die Abhängigkeiten des Ganzen sind, aber
Man musste in der alten Nagios-Welt sehr, sehr viele Tricks benutzen, um Konfigurationen zu erzielen oder die übersichtlich zu gestalten. Und deswegen ist dieser neue Configs-Ansatz, ich zeige dann auch ein paar Beispiele, sehr, sehr flexibler gehalten. Leider das Problem davon, man muss sich mit seiner Config tiefer auseinandersetzen. Wer mal von Nagios zu Isinga gewechselt hat, stellt fest, oh, ich kann ja die gleichen Config-Files benutzen, das geht leider nicht mehr. Es gibt ein Konvertierungstool. Das Tool ist aber im Endeffekt das, was es sein soll. Es kann eine Konfiguration so parsen, wie es Isinga 1 tun würde und daraus eine Logik bauen, die Isinga 2 versteht. Das heißt nicht, dass das besonders schön ist, was daraus kommt. Es ist formatiert, wie man das machen sollte. Aber diese ganzen Config-Tricks oder diese Einfachheiten, die wir mit dem neuen Config haben, kann das Ding schlicht und einfach nicht abbilden. Muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Aber gerade die Leute, die ein bisschen Config generieren, aufgrund von Datenbanken, CMDB, was auch immer, sollten eigentlich wenige Probleme haben. Eine Core-Komponente von Isinga 2 ist der Cluster-Stack. Wir können jetzt also mehrere Daemons auf verschiedenen Servern laufen lassen, die miteinander reden können. Sowohl in einem Hochverfügbarkeitsaspekt als auch in einem Skalierungskonzept in verschiedene Zonen, nennt sich das bei uns. Ich zeige es da noch. Also ich kann meine DMZ ankoppeln und habe nur eine Verbindung zwischen zwei Isinga-Systemen. Und ich kann diese ganzen einzelnen Features, die Isinga hat, ein- und ausschalten, wie ich das möchte. Auch in einem Cluster-Bereich. Die Datenbankschnittstellen und auch Live-Status gibt es jetzt nativ im Core. Gerade die Datenbanken waren in der Nagios Isinga 1 Welt so ein bisschen schwierig anzubinden. Da hatte man dann irgendeinen Daemon und der hat irgendwas Magisches gemacht. Das ist jetzt also relativ nativ drin, dadurch auch schneller. Und Live-Status ist einfach deswegen drin, weil es sehr, sehr viele Tools gibt, die auf Live-Status aufbauen, irgendwelche Sachen abfragen, sei es jetzt NACWIS oder Business Process oder irgendwelche Web-Interfaces wie Truck oder so. Die wollten wir schlicht und einfach supporten und haben deswegen die API nativ bereitgestellt. Komponenten, allgemein, man sieht jetzt, das ist wirklich sehr modular. Der Checker, wenn ich einen Checker deaktiviere, checkt Isinga nichts mehr. Aber ich habe also die Möglichkeit, einen Cluster zu bauen, wie ich es möchte und kann sagen, das sind jetzt bestimmte Worker, die führen mir Checks aus und ich habe einen Knoten, der kümmert sich dann um die Datenbank, um die Notifizierung. Und ich habe einfach die Möglichkeit, ein bisschen zu puzzeln. Muss es aber auch nicht tun, sondern ich kann es einfach alles auf einem Server laufen lassen. Compart deswegen, weil wir die alten Klassik-Daten bzw. die Statusdaten nicht ganz vernachlässigen wollten. Es gibt also eine Kompatibilitätsschicht, dass Isinga 2 Statusdaten schreiben kann, so wie es Isinga 1 oder Nagios auch tut. Das heißt, man kann auch das ganz alte Webinterface mit Isinga 2 noch benutzen, zeige ich da noch. Oder man kann irgendwelche Tools, die Statusdaten selber auslesen, einfach beibehalten. Wird einfach rausgeschrieben. Man muss es nur aktivieren. Live-Status, Perf-Data als einfache Schnittstelle für generische Tools wie PNP von Nagios etc. Wir haben ein Graphite-Modul drin, was direkt Metriken nach Graphite pushen kann. Das heißt, man hat wirklich sehr, sehr viele Informationen in Graphite automatisch drin. Das Notification-Modul kümmert sich einfach dafür, Notifications auszuführen. Das heißt, man kann dann auch irgendwelche lustigen Konzepte bauen, dass der Notification-Server irgendwo steht, wo er den Mail-Server erreichen darf und die anderen Systeme nicht. Und eben IDO für MySQL und PostgreSQL. Kann man an der Stelle fragen, wer setzt Oracle ein? Ich hau euch nicht, keine Sorge. Oracle. Oracle-Datenbanken. Ja, wir haben also wirklich die Frage gekriegt, ob wir denn nicht Oracle supporten könnten, weil es mit Isinga 1 durchaus möglich ist. Interessanterweise kam, glaube ich, eine Anfrage aus Chile oder Argentinien, ich weiß es nicht mehr. Ist momentan nicht drin. Also wer das möchte, kann sich gerne melden und für uns programmieren. ja, Config Difference, ich habe schon gesagt, die Syntax hat sich ziemlich geändert, ist jetzt vom Layout-Stil so ein bisschen programmatischer gehalten. Ich glaube, es regnet. Oder das Haus stürzt gleich an, ich hoffe nicht.
Aber die grundlegenden Ideen sind die gleichen, also die Objekte, die es gibt, Host, Service. Einziger Unterschied, diese Contact-Groups gibt es jetzt nicht mehr, sondern die heißen jetzt User- und User-Gruppen. Hat aber was mit der Notification-Logik zu tun, zeige ich später. Ist einfach nur so ein Bruch, dass wir halt sagen, das ist kein Kontakt, der notifiziert wird, sondern das ist ein echter User des Systems, mit dem wir irgendwas tun können. Es gibt sowas Ähnliches wie Makros. Also man konnte ja in der Singer 1 Welt mit diesem Dollar-Wert Dollar da irgendwas dem Check-Plugin mitgeben oder so. Das können wir auch, ist aber weiterentwickelt, einen Schritt weiter gedacht und nicht ganz so eindimensional. Es gibt eben zwei Dinge. Es gibt globale Makros, die sozusagen programmatisch oder halt in die Config geschrieben werden. Und es gibt Variablen, die dann von Objekten vererbt werden. Und der neue Config-Trick, was eben mit 1 nur sehr schwierig möglich war, ist, wie weise ich einen Service einem Host zu? Wie definiere ich, was will ich auf diesem Host monitoren? Da gibt es also jetzt sehr, sehr flexible Ansätze dafür. Das ist jetzt hier ein Beispiel, wie in der alten Welt ein Check-Kommando aussieht und ein Service dazu und wie das in der neuen Welt aussieht. Ich hoffe, es können alle lesen. Man sieht also auf der linken Seite, ich definiere dann ein Kommando, da habe ich irgendeine wunderschöne Kommandozeile und da so ein Wert ARG1, ARG2. Ist im Prinzip kein schlechter Ansatz. Man merkt aber dann die Probleme davon, wenn man ein Check-Plugin auf verschiedene Arten anfahren möchte. Also beispielsweise jetzt nicht in dem Fall Ping. Ein schlimmeres Beispiel wäre ein HTTP-Check, wo ich dann unter Umständen noch einen V-Host-Argument habe, sagen möchte, check doch bitte SSL, check mir ein Zertifikat und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, wir parametrisieren das anders. Und man sieht jetzt eben hier dieses Check-Kommando Ping kommen. Sagt zum einen, wo er das Plugin findet. Das hinter diesem Plugin dir, das ist ein globales Makro, steht praktisch dieser Plugin-Path, User-Lib, Name des Plugins irgendwo und was er da ausführen muss. Und diese Argumente, wie man jetzt eben, da gibt es dieses Minus H, das die Adresse des zu pingenden Gerätes aussieht, die Warenwerte für die Roundtrip-Time, für Packet-Loss, für Critical, wie viele Pakete er denn sendet zum Testen und wie der Timeout von diesem Plugin ist. Und ich setze nun also in diesem Check-Kommando Variablen, oder was, die Default-Einstellungen dafür vorsehen. Und wenn ich dieses Plugin jetzt praktisch benutzen möchte, dann setze ich diesen Wert einfach. Ich ändere den. Und dadurch überschreibe ich praktisch die Default-Einstellungen. Das heißt, ich muss jetzt nicht, wenn ich ein ARG1 und ein ARG2 habe, bei jedem Check, bei jedem Service, wo ich das verwende, beide Argumente angeben, sondern ich kann einfach sagen, ich will jetzt nur die Critical Roundtrip Time oder so hochsetzen von diesem Ping-Check. Hier sieht man jetzt, wie kann ich einem Host Services zuweisen. In der alten Nagios-Welt hat man das meistens über Hostgruppen gemacht. Das heißt, ich habe irgendeine Hostgruppe gemacht, das waren meine Linux-Server, ich habe eine Hostgruppe gemacht, was meine Webserver waren und habe dann darüber das Ganze zugewiesen. Wir haben dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Intelligenz gegeben und können also jetzt anhand von Variablen, von Hostgruppen, von allen möglichen Attributen, die so ein Host hat, entscheiden, will ich das auf dem Host checken oder eben nicht. Also ich kann einen Ping-Check definieren, kann sagen, Ping machst du auf allen Hosts, aber nur, wenn die IPv4-Adresse gesetzt ist. Wenn ich jetzt keine V4 habe mehr auf dem Server, dann wird der Check da schlicht dann einfach nicht mehr aufgeführt und der ganze Service ist dann sozusagen verschwunden. Das Gleiche kann ich dann machen, indem ich einen, wie das oben rechts von euch zu sehen ist, dass ich anhand von einem Hostnamen oder irgendeinem Pattern entscheide, ob ich das zuordne oder dann auch anhand von, das ist leider, sehe ich gerade auf dem Beispiel nicht drauf, aber ich kann auch diese Variablen hernehmen, wie diese OS Linux, die da erwähnt ist, und kann sagen, wende mir diesen Check auf allen Systemen an, die als Betriebssystem Linux haben. Schönes Beispiel. Und ich war zum Beispiel vorletzten Freitag war ich bei Xing im Büro. Die testen momentan Singer 2 in ihrer Umgebung.
Die haben ein relativ schönes Beispiel, wie man diese Config-Tricks, diese Assign-Regeln nehmen kann. Die haben im Prinzip alle ihre Hosts in der Datenbank drinstehen. Haben da also lauter Tags, in denen drinsteht, was das für eine Maschine ist. Das ist jetzt ein Debian, Debian Visi, das ist ein HP-Server oder eine virtuelle Maschine. Also die haben lauter sozusagen kleine Tags, die den Host definieren. Und den kompletten Service-Katalog, den die definieren, sagen die einfach, das ist ein Check, den führst du mir bitte auf dem Debian-System aus. Da will ich jetzt Check-Apt prüfen oder so. Das ist ein Check, den prüfst du einfach generell auf allen Linux-Systemen etc. Also das, man hat sich dadurch einfach die Möglichkeit, eine übersichtliche Config zu schreiben, ohne jedes Mal irgendeine Hostgruppe definieren zu müssen dafür. Und wie es eben hier auch steht, man kann dann bei einer Assign-Regel auch sagen, wo die zu ignorieren ist, wo die halt nicht zutrifft, so als Gegenargument. Ich habe schon kurz erwähnt, mit Isinga 2 ist diese Kontakts- und Kontaktgroups gibt es nicht mehr. Es kommt daher, weil wir uns gedacht haben, es funktioniert eigentlich nicht richtig, wie es gerade ist. Früher war es so, ich habe einen Kontakt angelegt, der Kontakt hatte hinterlegt, der möchte per Mail notifiziert werden an seine Mailadresse. Das ist aber eigentlich falsch, sondern ich möchte einen User anlegen, sagen, der hat eine E-Mail-Adresse, der hat eine Pager-Adresse, der hat, was ich, eine Jabber-Adresse, auf die er benachrichtigt wird. Und möchte dann ein Notification-Objekt sagen, das sagt, wenn für bestimmte Systeme ein Alarm eintritt, dann möchte ich per E-Mail diese User benachrichtigen. Das sieht in der alten Isinga-Nagios-Welt so aus, dass man eben für jeden Notification-Mechanismus, den man dem User schicken möchte, muss man einen eigenen Kontakt anlegen. Man muss sagen, man hat für den User einen E-Mail-Kontakt, man hat für den User einen SMS-Kontakt. Und jetzt ist es schlicht und einfach so, dass ich ihm sage, ich möchte meine Linux-Admins benachrichtigen, wenn ein gewisser Status eintritt, das ein Problem ist, Acknowledgement und so weiter. Und das definiere ich einfach als Regel auf bestimmte Systeme. Und Escalations in dem Umfeld ist dann einfach so, dass ich bei einer Eskalation sage, ich habe ein Notification-Objekt, das gilt erst ab einer Stunde. Also wenn der Server für eine Stunde ein Problem hat, dann benachrichtige ich jemand anders. Und ich muss einfach nur, wenn ich eine Notification haben will, sozusagen ein Objekt anlegen, das sagen, für welche Systeme möchte ich wen notifizieren. Und das war's. Isinga 2 Cluster, noch ganz kurz, bevor wir mal einen Blick auf die Config-Files werfen. Die komplette Kommunikation ist TLS verschlüsselt. Ist so gedacht, dass man eine eigene CA dafür anlegt, für Isinga. Wenn man das möchte, kann man durchaus auch eine Puppet-CA dafür nehmen. Aber im Prinzip braucht eben jedes System ein eigenes Zertifikat, ein eigenes Client-Zertifikat. Und die Server authentifizieren sich untereinander komplett über diese Zertifikate. Die Cluster-Kommunikation kann bidirektional erfolgen. Das heißt, ich kann DMZ-Hosts haben, die zum zentralen Isinga-System connecten. Ich kann aber auch ein zentrales System haben, das zu seinen Satelliten connectet. Also sozusagen immer die in beide Richtungen die Verbindung herstellen kann. Und ich kann in dieser Clustering-Logik Zonen definieren, die zusammengehören. Ich habe per se immer eine Masterzone, in der mein System drin ist. Wenn ich einen zweiten Knoten in diese Zone hänge, dann teilen die sich die Aufgaben. Das heißt, 50% von den Checks wird von den Systemen ausgeführt. Und da kann ich dann beliebige Zonen weiter definieren und kann sagen, das ist jetzt meine DMZ, das ist mein Standard in USA. Und diese Zonen für sich sind komplett autark. Die haben ihren eigenen Config-Teil, aber sie übertragen alle ihre Ergebnisse an die zentrale Instanz. Das heißt, die zentrale Instanz sieht alles und die Instanz, die irgendwo in den USA steht, sieht halt nur ihre Checks, die da laufen. Ihr könnt das Ganze so machen, dass dort dann nur ein Isinga läuft, das einfach nur checkt und alles zentral meldet. Ihr könnt aber genauso gut dann dort ein Webinterface hinstellen, eine eigene Datenbank, die das Ganze lockt, wo dann die Admins halt immer auf ihre lokale Instanz zugreifen. Macht keinen Unterschied. Untereinander verteilen die sich die Aufgaben untereinander. Komponenten wie Notification wird ausgehandelt, wer sich gerade darum kümmert. Kann natürlich nur einer machen, sonst kriegt man doppelte Mails. Dinge wie der Checker verteilt schlicht und einfach die Last auf alle Systeme, die das Checker-Modul aktiviert haben. Und hat dadurch eine relativ harmlose Skalierung.
Ja. Ja, also von dem Prinzip hat sich nichts geändert. Also du wirst trotzdem Remote-Checks irgendwie per SNMP oder Check by SSH etc. ausführen. Der große Unterschied ist halt einfach, dass du den Master skalieren kannst. Also es ist immer noch so gedacht, dass du halt ein Single-Monitoring-System hast, das irgendwas prüft irgendwo, wie auch immer du das haben möchtest, aber du halt das skalieren kannst. Ist jetzt nichts, was auf jeden User zutrifft. Aber wenn man größere Umgebungen oder dann vor allem verteilte Umgebungen betrachtet, ist das dann deutlich einfacher. Aber es ist wirklich dann einfach nur ein Isinga-System, das Monitoring ausführt. Ja. Genau. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Config. Das ist der interessanteste Teil, glaube ich. Ich habe genauso eine zentrale Single-Konfiguration, die tut aber nichts anderes, als zu sagen, welche Konfigurationsobjekte ich mir einteilen möchte. Konstanz. Bitte? Ach so, der Beamer war verstellt, ne? Ich erinnere mich. Besser? Habe die Möglichkeit, Konstanten zu definieren, also sozusagen diese globalen Makros, die ich irgendwo benutze. Definiert sozusagen in dem Fall das Plugin-Dir, das ich dann bei den ganzen einzelnen Check-Makros benutze. Das ist auch der Weg, der sozusagen die alte Resource-CFG ersetzt. Also wenn ich möchte, dass irgendwelche Datenbankpasswörter nicht in meiner Objekt-Config drin sind oder so, kann ich die einfach als Makro global definieren, das Config-File schützen und dann kann keiner meiner User die Passwörter sehen. Das ist ganz nett an der Stelle. Diese Konstanten funktionieren auch als Config-Werte. Wer sich mal in die Dokumentation von Isinga reinschaut, gibt es eine ganze Latte an Standard-Makros, Standard-Konstanten, die dann irgendwelche Pfade festlegen, sagen, wo die Statusdat liegen soll und so weiter. Oder zum Beispiel auch den Hostname des Systems, wenn man nicht den Full-Qualified-Domain-Name nutzen möchte. Das sind alles Konstanten. Einfach mal in der Doku nachschauen. Also diese ganzen Default-Config-Werte, die man aus der alten Isinga-Config oder Nagios-Config kennt, die sind sozusagen jetzt ins Konstanten gewandert, die einfach in der Doku stehen und die man überschreiben kann, wenn man so möchte. Aber man muss nicht mehr an allzu vielen Features drehen. Das Interessante hier ist jetzt das Feature-Enabled und Feature-Available-Verzeichnis. Da sind jetzt, wie man es aus der Apache-Welt kennt, sozusagen alle Module drin mit ihrer Standard-Konfiguration. Und wenn ich die aktivieren möchte, dann kann ich das einfach mit einem Isinga 2 Enable Feature Tool tun und sage dem einfach, aktiviere mir jetzt das Notification Modul oder deaktiviere es mir. Und nur kurz hier. Sieht dann jetzt zum Beispiel bei dem API-Modul, das ist die Komponente, die mit dem Cluster redet, habe ich dann eben auch die Pfade drin, wo er dann sein Zertifikat und seinen Private Key findet. Aber dort muss ich dann im Regelfall dann nur was drehen, wenn ich irgendwas wirklich ändere. Standardmäßig reicht dann so ein leeres Objekt, wenn man die Default-Werte nehmen möchte. Ja, kurzen Blick auf das Cluster werfen, das ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt hier zwei virtuelle Maschinen, Isinga 2a und Isinga 2b. Das ist in der Isinga-Welt sind das sogenannte Endpoints, also Clusterknoten. Und die füge ich dann in zwei verschiedene Zonen ein. Ich habe jetzt hier kein HA-Setup, sondern ich habe einfach zwei Zonen, die miteinander reden. Habe eine Master-Zone und eine Checker-Zone, die dann ein bisschen mehr ausführt. Und das zweite System überträgt praktisch einfach alle Daten in das Hauptsystem. Ja. Auf einem Host in der Zone, der den Checker aktiv hat. Einem der Endpoints. Also die Endpoints führen die Checks aus, nur das Gesamtergebnis wird dann an den Master mit übertragen. Entschuldigung.
Also es ging darum, wo denn die Checks ausgeführt werden, ob die auf dem Master oder auf dem Endpoint ausgeführt werden. Also sozusagen immer das Endpoint oder eine ist dafür zuständig, den Check durchzuführen, und alles andere wird dann über die Cluster-Schnittstelle übertragen. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe zwei Isinger-Systeme, ich habe ein Hauptsystem, was jetzt mein Isinger 2a wäre, ich habe ein DMZ-System, Isinger 2b, ist im Prinzip das die ganze Config, die ich brauche, um diese beiden Systeme zu verbinden. Ja? Definieren und nur dann halt den Status Fail bekommen, wenn beide Checker failen und halt nicht sozusagen nur, weil der eine gerade Netzwerk gebraucht hat. Nein. Also es geht, die Frage war, ob ich die Checker so konfigurieren kann, dass der Status nur schlecht ist und beide Checker feststellen, er ist schlecht. Das ist also nicht so, sondern es wird einfach einer der Checker aufgrund von einem Hash-Algorithmus dafür zuständig sein, diesen Check auszuführen. Und es kommt im Prinzip das Ergebnis immer vom gleichen Server. Wenn man dann eben so Netzwerkszenarien hat, ich kenne das durchaus von Kunden, da muss man das Problem anders lösen. Also immer so instabile, ja, im Prinzip ist es ja ein instabiles Netz, wenn das so ist. Aber im Endeffekt, diese zwei Zonen, ich könnte jetzt auch in diese Checker-Zone noch einen zusätzlichen Endpoint reinsetzen, der dann einfach dort zum Load Balancing ausführt und hätte die so verbunden. Und die Instanzen versuchen einfach untereinander zu connecten, je nachdem, wer es halt zuerst versucht. Die Konfiguration hier befindet sich jetzt in zwei verschiedenen Verzeichnissen. Es gibt zum einen das Zones-D-Verzeichnis, das enthält dann Objektkonfigurationen für diese Zone. Und es gibt das Conf-D-Verzeichnis, das enthält die kompletten globalen Settings, also beispielsweise meine User, die ich habe, Kommandos, die ich benutze, Gruppen, Notification-Regeln und so weiter. Nur mal kurz hier in Notifications reingucken. Das ist jetzt ein Beispiel hier, wie ich eine Notification auf Hosts anwende. Ich sage nämlich, oder auf Host und Services, ich sage, ich möchte per E-Mail notifiziert werden, wenn ein Host ein Problem hat, der die Variable SLA auf 24/7 hat. Das heißt, ich kann meine ganzen Dev-Maschinen, sonstige Maschinen, die ich habe, setze ich einfach einen anderen SLA-Wert und höre nichts von ihnen. Sondern sehe es halt im Web-Interface. User-Gruppe Isinger Admins ist einfach nur dafür da, um zu sagen, welche User, und daraufhin kriegen die eine Mail, wenn sie halt ein Mail-Attribut gesetzt haben. User-Definition. Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die Checker-Zone werfen. Sehe ich jetzt hier zum Beispiel eine Konfiguration, wie ich Isinger 2b, also dem Host, monitort sich selber, und ich habe jetzt hier einen Service, den ich einfach direkt diesem Host assigne, weil es ein spezieller Check ist. Das sind jetzt hier Beispiele davon. Cluster Isinger sind interne Checks, die sozusagen den Cluster-Zustand monitoren des Systems. Und ich hatte das Demo-File gerade auf. Und Plugins können verschiedener Arten angegeben werden. Hier oben werden jetzt zum Beispiel Check-Kommandos gesetzt, wo ich jetzt inline sagen kann, führe mir einen Echo-Befehl aus oder führe mir ein Skript aus, das ich irgendwo habe. Check-Kommando MySQL ist jetzt hier parametrisiert, sieht man. Das heißt, ich habe an der Stelle Standardwerte für Database, für Username und für Passwort. Kann das natürlich ändern, wenn ich das möchte. Ein bisschen tiefer, wo das verwendet wird. Genau. Und verwende jetzt praktisch an der Stelle einfach das MySQL-Check-Kommando. Sage, das ist in den Service-Gruppen-Datenbank drin.
Also Groups ist jetzt hier nicht die Host-Group, sondern die Datenbank. Und sage, assigne mir das, wo ich ein Template habe, das MySQL Demo Host heißt. Und wenn ich das jetzt möchte, könnte ich jetzt praktisch hier sagen, und hätte sozusagen jetzt die Default-Werte des Checks überschrieben. Also ich muss mich nicht mehr darum kümmern, in welcher Reihenfolge die Argumente sind, sondern die müssen einfach angegeben werden und fertig. Also wenn das genauer interessiert, wie diese Config aussieht, in der Dokumentation sind unglaublich viele Beispiele, wie diese Objekte untereinander funktionieren. Ja, bitte. Ja. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Ja. Das ist eine Frage war, wenn ein Argument leer ist, was macht er dann? Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Es hat auch was damit zu tun, wie Check-Plugins funktionieren. Die meisten Check-Plugins sind so gepolt, dass wenn ein Host-Argument leer ist, also beispielsweise so beim Check HTTP-H für den V-Host und minus I für die IP-Adresse des Systems, also da jetzt sozusagen die IP leer lässt, dann nimmt er einfach sozusagen sein Default. Deswegen setzt man im Check-Kommando das auch immer in einfache Anführungszeichen, dass du halt sozusagen ein leeres Argument hast und das Check-Kommando muss halt einfach verstehen, was ein leeres Argument ist. Machen nicht alle, aber das funktioniert da mit, also mit allen Monitoring-Plugins funktioniert es, die ich bisher gesehen habe. Nur ganz wenige nicht. Ja? Das heißt, du hast dann einfach ein minus H so am Ende dort stehen. Eine Sache zeige ich noch. Es gibt einen, wir haben einen ganzen Katalog von Check-Plugins mitgeliefert. Die sind also installiert, sobald man sich das Paket installiert. Und findet dann, sag ich mal kurz, HTTP. Findet jetzt also für diese ganzen Standard-Monitoring- und Nagios-Plugins hier Beispiele. Hier ist jetzt auch ein schönes Beispiel für diese SSL-Variable. Das ist ja jetzt ein Argument, das dann ist ja einfach ein Schalter und kein Wert dahinter. Hier haben wir einen Trick gemacht. Wenn du die Variable HTTP-SSL setzt, dann wird der Schalter minus S mitgegeben. Also hier sind ganz viele Beispiele dabei. Diese Standard-Objekt-Checks findet man alle im Source-Tree. Die Konfiguration, die ich hier habe, ist in unserer Vagrant-Box enthalten. Bei uns im Git kann man sich einfach auschecken, Vagrant up, und hat eine wunderschöne Test-VM zum Spielen. Und das war Absturz. Und hat praktisch auch wunderschöne Beispiele dafür. Und alle anderen Fragen, wie irgendwelche besonderen Parameter, welche Standardattribute so ein Objekt einfach hat, findet man alles in den Docs von Singer. So. Nächster Punkt, wie fange ich mit Singer 2 an? Auf docs.singer.org/singer2 ist die komplette Dokumentation. Bei Singer 2, wunderschöner Webviewer hoffentlich für euch, wo sozusagen die kompletten Befehle von wo kriege ich das her, aus welchen Repositories, wie muss ich es mir installieren, wie sieht die Konfiguration aus, welche Objekte gibt es. Gibt es alles in den Docs. Wenn irgendwas fehlt oder ihr falsch findet, bitte Ticket aufmachen. Wir haben einen Haufen Aufwand darin investiert, Pakete zu bauen. Es gibt einen Build-Server von uns auf Jenkins-Basis, der sowohl für Release-Versionen als auch für Snapshots Pakete baut und veröffentlicht. Es gibt mittlerweile auch nativ für Debian Pakete, also so offizielle aus dem Debian-Projekt. Wir sind mit Isinga 2 nativ in Jesse drin und werden es hoffentlich auch in den Stable Release schaffen. Visi gibt es Backports und das vom Debmon-Projekt auch offizielle Release-Pakete. Wer Ubuntu einsetzt, bitte nicht Universe benutzen, sondern die PPAs von Formora, ist leider nicht hier, Alexander Wirth, auch aus dem Debian-Projekt. OpenSUSE, habe ich gesehen, hat es jetzt im Build-Server offiziell drin.
Ob das jetzt in das nächste OpenSUSE-Release kommt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es auf jeden Fall eine zuverlässige Quelle. Und in Fedora werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Monate brauchen, bis es da was im neuen Release gibt. Mal kurz auf die Uhr gucken. Ja. Singer Web 2. Ist also die Frage, warum noch ein Webinterface? Wir haben also in der alten Welt ein Classic-Interface, was aus den Nagios CGIs entstanden ist, wo einfach, es ist halt noch da. Es gibt unglaublich viele Leute, die es benutzen, weiß ich, weil es einfach ist, es funktioniert. Es gibt in Singer Web 1 Webinterface, das für den Standard-User ziemlich groß ist. Es ist ziemlich monolithisch, es ist ziemlich langsam teilweise, funktioniert auf der Datenbank. Keiner versteht die Konfiguration leider. Wir haben gesehen, es gibt irgendwie Probleme. Wir haben zum einen die Klassikwelt, die hört irgendwann auf zu funktionieren. Wenn ich dann so, sag ich mal, 3000 Hosts mit 7000 Services drin habe, dann ist das Ding langsam. Man merkt es nicht so oft, wenn man Glück hat mit einem guten Rechner läuft, aber es ist deutlich langsamer, als es sein könnte. Und das Singer Web ist auf der anderen Seite ist ein System, das so für den Einsteiger-User zu groß ist, zu kompliziert, zu unübersichtlich und einfach viel zu schwer einzurichten ist. Es gibt ein Singer Mobile Interface, so als Webseite gedacht, also keine App, sondern eine Webseite. Das haben wir vor 3-4 Jahren angefangen, hat seitdem keiner mehr angefasst. Und es gibt andere Interfaces, Thrug zum Beispiel. Wir haben einfach versucht, die Probleme von unseren eigenen Interfaces, dass es kein Mobile-Interface gibt, dass es ein langsames Web-Interface gibt und dass der alte Singer Classic Code ist auch nicht so schön, gibt auch den einen oder anderen CVE-Leiter, den wir fixen mussten, haben versucht, halt was Besseres daraus zu machen. Und daraus ist Singer Web 2 entstanden. Ist auch komplett neu entwickelt. Ich habe vorhin gehört, ich weiß nicht, vom vorigen Vortrag noch jemand da war, über PHP wird oft gelästert. Wir haben es in PHP gemacht. Ich hoffe, ihr hasst uns nicht dafür. Aber mit der Idee dahinter, es möglichst kompakt zu gestalten, sodass man auch damit arbeiten kann. Also wir haben versucht, ordentliche PHP-Objekte zu machen, eine ordentliche Klassenbasis für PHP zu schaffen, die man dann auch selber programmatisch verwenden kann, um sich sein eigenes Dashboard zu basteln. Und ein Webinterface zu machen, das schnell ist, einfach und für jeden benutzbar ist. Also sowohl für den kleinen Mann, der seinen eigenen Server, der irgendwo bei Hetzner steht, monitoren möchte, als auch der seine 25.000 Systeme damit überwachen will. Und wir unterstützen mehrere Backends. Wir unterstützen sowohl die Status-Stat, also wirklich plain, Raspberry Pi, Minibox, tut nichts, funktioniert es. Wir können mit Live-Status reden, theoretisch auch mit Singer 1 auf Live-Status, genauso weiterhin. Wir unterstützen die IDO als Datenquelle, weil das das Einfachste ist, wenn man wirklich große Systeme hat und das in der Datenbank auswertbar zu haben. Und wir können diese Backends auch als Failover benutzen. Also ich kann meine Datenbank als Standardziel definieren und wenn die nicht mehr funktioniert, dann habe ich Live-Status und kann mich erstmal darum kümmern, die Datenbank wieder ins Laufen zu bringen. Und, wie man so schön sagt, ein responsive Interface. Ohne groß Palaver werfen wir einen kurzen Blick auf die Demo. Ich hoffe, das ist nicht wieder abgeschnitten. Okay, geht. Ich muss dazu sagen, Singer Web 2 ist noch nicht fertig. Es ist in Entwicklung. Wir möchten dieses Jahr noch einen Release machen damit. Einen stabilen Release, der funktioniert. Und sind momentan noch sehr stark am Arbeiten daran. Grundsätzlich funktioniert es, man kann sich das installieren. Es gibt auch die ersten Snapshot-Pakete jetzt dafür. Man kann sich aus dem Git relativ einfach installieren und auch damit experimentieren. Ich habe also hier ein Dashboard, wo ich meine ganzen Probleme sehe. Sehe, wann Status sich erholt hat von Systemen, sehe, welche Hosts down sind und kann in diesem Interface sehr einfach hin und her klicken. Das Ganze ist sehr kompakt.
kann hier hin und her schalten, kann mir die Services eines Systems anzeigen. Also die Idee hinter dem ganzen Interface ist einfach, schnell zu sein und eine gute Übersichtlichkeit zu bekommen. Sieht dann auch bei, also in einem einfachen Kontext, wo man auch Copy-Pasten raus kann, sieht hier schön den Check-Output, kann hier direkt Kommandos machen, hat die Möglichkeit, einen Check-Now einfach mit einem Klick auszuführen. Also kein Formular, das sinnlos ist. Kein Force-Check mit Zeitstempel, sondern einfach Klick. Wir haben dann doch noch Formulare gebraucht für Acknowledgements, weil man muss ja noch irgendwie seinen Senf dazu abgeben. Aber an sich kann ich hier mich durch meine komplette Monitoring-Landschaft klicken. Wir experimentieren momentan auch ein bisschen so mit wie ein Dashboard funktionieren könnte. Was würde ich gerne sehen, um zu wissen, wie sieht meine Umgebung aus? Da ist noch ein bisschen was am Bauen. Gibt zum Beispiel dann solche Ansätze, hier so eine Service-Matrix zu bauen. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus auf dem Interface, aber stellt euch das mal vor, ihr habt eine sehr große Landschaft und ihr habt irgendeine Störung. Klickt auf die Service-Matrix und seht, dass 5 Server den gleichen Service auf Rot haben. Also ganz nett. Und man kann auch diese ganzen Ansichten, ihr seht das oben an der URL, da hängen Parameter hinten dran, die kann ich ändern. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch hier diese Service-Matrix, mache ich aus dem Parameter weg, dann sehe ich das für alle. Sehe dann auch, wo meine Services verteilt sind auf den Maschinen. Und ich kann dann hier auch filtern nach bestimmten Argumenten. Ganz einfach. Ganz einfach URL. Die Benutzerverwaltung sieht momentan in 3 Formen vor. Man kann per LDAP authentifizieren, kann sich auch die LDAP-Gruppen reinholen, da arbeiten wir noch dran. Es gibt eine Datenbank, wo man einfach die User reinlegt und man wird auch, das ist momentan noch in Entwicklung, die User einfach in eine INI-Datei anlegen können. Oder man schaltet irgendwas per Apache davor. Ja, die Frage war, wie ich die Sichten einschränken kann. Das wird so in etwa ein Mix sein aus der Isinga 1 Classic-Welt und dem Wegen, wie es in Isinga Web 1 machen kann. Also im Endeffekt wird es sein, dass man einer User-Gruppe in dem Web-Interface sagt, was sie sehen darf. Beispielsweise, dass man eben dann auch matcht, wo bin ich denn Kontakt davon, wo kriege ich irgendwie Notifications. Oder dann einfach halt Regeln setzen kann, diese Hausgruppe darf. Also diese User-Gruppe darf bestimmte Host-Gruppen sehen. Also da ist der Ansatz relativ flexibel. Wer sich das mal mit Isinga Web 1 angeschaut hat, da ist es eigentlich recht nett. Problem ist, dass die API dahinter so komplex ist, dass das Entwickeln ultra hässlich ist. Aber für den User funktioniert es sehr gut. Aber da gibt es eben auch verschiedenste Ansprüche, wie das funktioniert. Weil sie möchten, dass Leute dann anhand von Variablen aufhängen oder Host-Gruppen oder whatever. Aber ich kenne durchaus viele Firmen, die machen gar keine Einschränkungen. Die limitieren einfach, wer darf sich in Isinga einloggen und das war's. Also ich kenne eine Bank, da kann sich die komplette IT einloggen und sieht alles. Weil es sollten eigentlich auch keine sensitiven Daten drinstehen. Ich sage, es sollte. Was in dem Webinterface hier noch recht nett ist, muss mich ein bisschen sputen. Wir haben also versucht, die History ein bisschen brauchbarer darzustellen. Also nicht so, ich habe da irgendeinen Log, das wird so ein bisschen gepasst, aber ich muss mich trotzdem anstrengen, das Ganze zu lesen. Sondern wir haben versucht, es so darzustellen, dass man auf einen Blick sieht, was ist mit dem System passiert. Und mir auch jetzt bei dem Service-Check hier die History visualisieren kann. Dass ich auch in einem Blick sehe, hat sich jetzt der State geändert. Da wurde eine Notification verschickt, der ist auf Warning, auf Unknown, auf Critical gegangen. Sagen, dass man das relativ nett sieht und dann halt entweder mit einem Zeitstempel hinterlegt ist oder wie hier oben dann mit, das ist seit 50 Sekunden auf Unknown. Also sagen, visuell, dass man das Ganze relativ schnell versteht. Gibt auch hier so ein paar Experimente, eine Timeline darzustellen. Das sieht jetzt in meiner VM eigentlich total unspektakulär aus.
Aber dass ich sozusagen für mein komplettes Monitoring-System sehe, was sind denn da Events, zu welchen Zeiten passiert und wie viele. Ein bisschen übersichtlich. Also wie gesagt, da findet sehr viel Experimentierbarkeit statt. Und von den Systemsachen ist SingerWeb 2 so gemacht, dass man eigentlich keine Datenbank braucht dafür, sondern die komplette Konfiguration des Systems, sei es welche Menüelemente es gibt, sei es welche Module aktiv sind und so weiter, das ist alles auf Filesystem, ist alles in Ini-Files hinterlegt. Die kann man von Hand bearbeiten, die kann man hier über das Webinterface bearbeiten. Also ich kann dann hier auch meine Authentication einstellen. Hab in dem Fall jetzt Ressourcen, die dann die Datenbankverbindung für User in dem Fall festlegen, die IDO festlegen. Also der ganze Ansatz davon ist, die Config so zu machen, dass man sie leicht versteht und leicht bearbeiten kann. Ja, bitte. Ja gut, das Webinterface hat das mit dem Cluster nicht viel zu tun. Ja, das sind in .d-Verzeichnissen, ja. Okay, die Frage war, wie ich Config verteile. Das habe ich nur kurz auf die Konsole. Das Ganze ist so gedacht, dass ich Konfiguration zentral erzeuge und dann auf andere Systeme verteile. Da gibt es bei diesem API-Listener, bei dieser Komponente gibt es eine Accept-Config. Das heißt, es gibt ein System, das liest die Konfiguration aus und pusht sie über die Cluster-Schnittstellen an alle anderen Systeme. Also praktisch das Conf-D-Verzeichnis landet dann alle, das Zonenverzeichnis in den entsprechenden Zonen-Endpoints. Und dadurch kann ich Config zentral erzeugen, muss nur einen Kern reloaden und der pusht das an alle anderen weiter. Das funktioniert sehr, sehr schön. Bei dem Webinterface ist es eben so, dass ich einfach hergehen kann und mir ein zentrales Webinterface aufsetze. Das holt sich dann per Live-Status oder per Datenbank die ganzen Daten, die halt das zentrale System hat, her. Oder ich setze mir ein zweites Webinterface in meinem Standort in den USA auf. Und der liest halt dann entweder nur Live-Status, weil ich keine Datenbank dort brauche mit History, oder ich schreibe dann dort noch eine IDO raus, die aber nur in dieser USA-Zone praktisch drin hängt. Das ist relativ harmlos. Ja. Wir haben es auch relativ leicht gemacht, da modular ranzusetzen. Also man muss ein bisschen PHP verstehen und dafür und ein bisschen die Objektlogik von dem ganzen System verfolgen. Aber man kann da relativ einfach damit PHP und ein bisschen HTML-Template Sachen reinskripten. Das war uns der große Ansatz, was so das all die SingerWeb 1, ein mega Framework, das keiner versteht. Und ich brauche im Prinzip hier nur ein paar PHP-Klassen, schreibe eine Funktion und die gibt mir irgendwas per HTML aus. Ja, ansonsten, alle URLs, die man aufruft, sind alle über die Urzeile sichtbar. Man sieht dann auch hier, hat man dann so eine Trennung von zwei Spalten mit einem Hash-Ausrufezeichen. Man kann jetzt im Prinzip einfach hier diesen vorderen Teil nehmen und hat dann nur die rechte Spalte. Also man kann sehr, sehr schön mit URLs arbeiten. Was gibt's noch? Ein wunderschönes Tool für Leute, die Bash mögen oder sonstige Shells. Ist auch noch nicht fertig, aber ich kann auch über die Kommandozeile mit Isinga Web 2 arbeiten. Ganz wichtig, das ist ein CLI-Tool, das nicht von Isinga 2 ist, sondern vom Webinterface. Es soll aber dazu gedacht sein, dass man halt sowohl Daten auslesen kann aus dem Interface, als auch dann später Kommandos darüber absenden kann, also dass ich einfach ein Acknowledgement auf der Kommandozeile setze und mich nicht darum kümmern muss, wie sieht jetzt, ja bitte. Das kannst du im Prinzip überall dort machen, wo auch ein Webinterface laufen kann. Also die CLI. Ja. Ja. Also das Ganze ist, also die CLI ist sozusagen ein extra Application neben dem Webinterface, das die gleichen Objekte benutzt
und die gleiche Konfigurationslogik. Das heißt, die Ressourcen, welche Instanzen es gibt, ob er Datenbank, Live-Status, whatever, wohin er Kommandos schreiben muss, ob in eine einfache lokale Pipe oder über SSH, ist alles in dieser Config hinterlegt. Und wenn du dir das dann auf deiner lokalen Workstation einrichtest, dass der das dann halt per SSH auf den anderen Systemen rüberschaufelt, geht es. Und ja, kann die mit Backup. Ihr seht, nicht fertig. Das ist schon Watch, alle 2 Sekunden. Also wenn ihr da noch Ideen habt, sagt Bescheid. Schaut euch das an, was wir haben. Und zum Schluss noch, Zukunft von Isinga 1. Das Projekt wird nicht sterben. Wir haben allein selber das Interesse, weil wir viele, viele auch Kunden und User haben, die Isinga 1 noch benutzen werden, auch in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch noch Jahren. Deswegen wird das ganze Projekt nicht einfach sterben, sondern wir werden einfach versuchen, weiterhin Bugfixes zu betreiben, Probleme zu fixen, vielleicht das eine oder andere kleine Feature reinzubringen, je nachdem, was so kommt. Aber es wird sicherlich irgendwann auslaufen. Muss man klipp und klar sehen, aber wir sprechen halt nicht davon von einem Jahr, sondern vielleicht von 2, 3 Jahren, dass das Ganze noch irgendwie laufen wird. Isinga 2 kommt in der nächsten, ja, ich sag mal in der nächsten Woche, Isinga 2.1 raus als erstes Feature-Release nach dem Hauptrelease. Da geht es hauptsächlich um Verbesserungen im Cluster, die so über einen Bugfix hinausgehen. Ein bisschen Logging, viel Dokumentation, die aber schon öffentlich im Netz ist, sozusagen. Und was so für die Zukunft geplant ist, ist ganz viel in Richtung Add-ons reinzubauen. Logiken, die in der alten Nagis-Welt sehr kompliziert waren, sozusagen jetzt zentral in das System aufzunehmen, wie Business Process. Ein besserer Agent steht auch auf der Agenda. Wer da Ideen hat, Wünsche, es gibt einen Bug, bitte kommentieren. Und wir haben mittlerweile mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mittlerweile auch Plugins und Module für Ansible, Chef etc. schreiben. Wer da Interesse hat oder wer da irgendwas hat, bitte bei mir melden. Es gibt schon einiges, wer mitarbeiten möchte, einfach melden. Also unsere Roadmaps sind im Internet. Unser Dev-Tracker ist komplett offen, von jedem lesbar. Und es gibt einen Haufen URLs, wo man Informationen über Isinga findet. Wer jetzt noch Fragen hat, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, mit der Zeit fast rum. Ne? Ja, Fragen? Ja. Also deine Frage zielt es, denke ich mal, hauptsächlich auf Konfiguration interaktiv verarbeiten. Ja. Also wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wie machen wir die Konfiguration? Machen wir die Konfiguration so, dass du nur über eine API damit redest oder machen wir die Konfiguration in Textfiles? Und wir haben uns halt eben deswegen für Textfiles entschieden, weil jeder dann damit arbeiten kann. Und für deinen Zweck würde ich halt vorschlagen, dass du dir irgendwie überlegst, wie generiere ich meine Config-Daten an oder zumindest den Host-Teil davon, dass du dir den irgendwie rausgenerierst aus was, sei es aus einer Datenbank, die du selber machst und da halt damit arbeitest. Weil wir haben keinen guten Ansatz gefunden, um so eine wirklich komplette Config-API in Isinga 2 abzubilden. Was eventuell kommen kann in Zukunft, ist, dass wir sagen, wir haben eine API, über die du das machen kannst, die dir dann aber nichts anderes tut, als dann einen Textfile rauszuschreiben. Genau. Also im Endeffekt, die Cluster-Config funktioniert auch so, dass das echte Config-Files sind, bloß dass die halt so gemerged in einem File übertragen werden. Und das Zielsystem passt die dann. Da gibt es ein extra lib-Verzeichnis, wo dann diese Config-Files drin liegen. Und im Endeffekt wird es auf die Schiene rauslaufen. Also dass du zwar eine API hast, um es anzulegen, aber im Endeffekt ist es dann genauso Textfiles. Ja. Wie ist es möglich, aber trotzdem ein Lauf zu lassen, ohne
Also deine Frage war, Isinga Web 2 mit Isinga 1 laufen zu lassen. Ist überhaupt kein Problem, geht schon über den Status dort. Du musst also, ich mal kurz, solange ich noch nicht rausgekehrt werde. Ist natürlich jetzt kein Status-Dat. Ich kann hier eine Status-Dat-Ressource anlegen mit Pfad zu Status-Dat und Cache. Und wenn das Webinterface die findet und lesen darf, funktioniert es genauso. Ja. Gearman in Isinga 2 wird es nicht geben. Brauchst keine Worker mit Isinga 2. Also Isinga 2 ist von der Architektur in diesem Daemon so, dass du beliebig viele Checks ausführen kannst. Also wir haben experimentiert mit Checkintervallen von einer Sekunde. Und dein Limit ist an der Stelle eigentlich nur die Gesamtrechenleistung des Systems, die Checks auszuführen parallel. Und dann kannst du auf weitere Systeme verteilen. Aber der Core an sich hat praktisch kein Bottleneck mehr vom Scheduler oder so. Also wer sich mal mit Isinga 1 oder Nagios tiefer auseinandergesetzt hat, der macht da ganz böse Dinge, um Checks wegzuforken. Und diesen ganzen Overhead da mit Klonen und hin und her, das gibt's nicht mehr. Sondern das ist alles geswaddet und die ganzen Checks sind alle über V4 gestartet, also sehr, sehr schnell. Und es ist auch möglich, diese Checks auf den anderen Dienst zu laufen, die dann gute Checks nach. Ja, das mit dem Check auf dem anderen System ausführen, das ist die Zonenlogik. Also dass du eben einen DMZ-Host oder einen Standort-Host definierst, da ist ein Isinga 2 installiert, der redet mit dem Master-System, bekommt vom Master-System die Konfiguration, aber checkt halt nur für das, wofür das der Zustand ist. Und das Master-System sieht alles. Genau. Der nächste Kollege steht schon hier. Wer noch Fragen hat, gerne vorne oder draußen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.